Ja, herzlich willkommen zum nächsten Talk hier im Saal. Mit ein bisschen Verspätung, wie die Deutsche Bahn mir sagen, es war ein vorherfahrender Zug. Starten wir jetzt hier mit Martin Steiger. Ich glaube, Martin braucht nicht wirklich eine Einführung. Er wird uns etwas erzählen über unliebsame Post, die man bekommt, wenn man plötzlich irgendwelche Bilder auf seiner Homepage aufschaltet. Martin, danke. Ja, guten Abend miteinander. Vielen Dank für den Vorschussapplaus. Das Thema, ihr seht es, wundersame Geldvermehrung, Bilderabmahnungen aus Deutschland. Das soll das Thema sein, über das wir heute sprechen. Und steigen wir ein. Ihr alle habt ja vermutlich einen Briefkasten. Ihr kriegt noch Briefpost. Ihr öffnet eines schönen Tages diesen Briefkasten und ihr kriegt Post. Ihr seht, ah, ein Schreiben aus Deutschland. Ihr öffnet das und dann seht ihr, oh, frommer Legal oder frommer Legal. Die wollen was von euch. Die schreiben, dass von unlizenzierter Vervielfältigung und öffentlicher Zugänglichmachung geschützten Bildmaterials, Anwaltspost. Ja, ihr schaut das an, aber man kann es jetzt schon sagen, das ist unser Thema. Wenn du das erhalten hast, hast du eine Bilderabmahnung aus Deutschland erhalten und die kann gewissen Sprengstoff haben. Du liest dann, da ist auch ein Bild abgedruckt. Das Bild sieht so aus. Rindsbraten mit Beilagen, Kartoffelpüree und Zwiebeln und so weiter. Und ja, du sagst, ja, das habe ich auch mal verwendet auf meinem Blog, um da was zu illustrieren. Weiß nicht mehr genau was, aber das Bild und du liest weiter und das ist so diese Juristensprache, irgendwelche Paragraphen und Schadenersatzanspruch, Unterlassungsanspruch, bla bla bla, fasst dein Verständnis vermutlich ziemlich gut zusammen. Aber du stößt dann weiter vor und du stellst fest, es geht um Geld. Die wollen von mir Geld, denn sie schicken so eine Art Rechnung mit. So eine Aufstellung, auch da liest er wieder, ja, es geht irgendwie um Euro, was, über 6.000 Euro, irgendwas, Gegenstandswert und dann gemäß Nummer 2.300 VVR, VG und. Aber am Schluss erkennst du zu zahlen der Gesamtbetrag 1.074,80 Euro. Okay, du fragst dich natürlich, ja, dieser Rindsbraten ist schon ein bisschen teuer. Es stimmt das. Man hört ja viel von Betrugsmaschen und solchen Dingen. Da muss man ja vorsichtig sein. Da kann ja jeder kommen. Was macht in dieser Situation? Du wirfst mal eine Suchmaschine deiner Wahl an. Häufig immer noch Google. Gibt da ein frommer Legal. Du stellst fest, ah, Wikipedia-Eintrag. Oh, die sind wohl relevant. Ein deutschsprachiger Wikipedia-Eintrag. Die sind besonders relevant. Aber das ist auch frommer Legal. A new kind of law firm. Nur echt in Großbuchstaben. Aber du bist ja smart und klickst mal da auf die Bewertungen. 3,9, nicht so schlecht. Und die beiden letzten Bewertungen, immer ein Stern und Scammers. The Scammers have reached a new low und so. Ja, sind die echt? Also was ist da los? Aber du googelst dann weiter und dann stößt du auf meinen Blogbeitrag. Da schreibe ich, was die so machen. Siehst, ah, die machen auch Facebook-Abmahnungen und so. Ja, die gibt's wohl schon. Das heißt nicht, dass die Abmahnung, die du erhalten hast, echt ist. Ist sie vermutlich, aber allein das genügt nicht. Aber die gibt's, die versenden Abmahnungen. Nun sagst du, okay, ist da interessant, alles ein bisschen anstrengend. Ich habe natürlich Besseres zu tun. Bin ein guter Schweizer, eine gute Schweizerin. Ich lege das mal aufs Altpapier oder in den Bundesordner. Nun, die Geschichte ist für dich damit nicht erledigt. Die sind hartnäckig, die melden sich wieder bei dir mit solchen Schreiben. Die sind, die kommen penetrant wieder und dann irgendwann sagen sie, ja, sie sind offensichtlich nicht interessiert, die Angelegenheit zu regeln, einvernehmlich. Dann sagst du, ja, welche Angelegenheit, lass mich in Ruhe. Aber dann steht da, ja, mit gerichtlicher Hilfe wollen sie das durchsetzen. Und dann bist du vermutlich am Punkt, wo du sagst, ja, jetzt muss ich mich schon mal darum kümmern. Okay, ich rufe da mal an. Auf dem Schreiben stand auch der Name eines Anwaltes. Das ist der hier, Simon Egginger. Auch sehr schön, wenn man die Internetadresse liest, dann ist das ein Brain. Ja, die nennen ihre Anwälte Brains. Das sind nicht gewöhnliche Anwaltskollegen. Aber er ist da ganz nett. Da steht auch, es gibt etwas, worüber Sie gerne mit mir sprechen würden. Kontaktieren Sie mich. Gesagt, getan, aber eben auch die Telefonnummer, die steht auf dem Schreiben und so. Du rufst dann an. Und wenn du so eine typische Schweizerin, ein typischer Schweizer bist, dann läuft das etwa so, du rufst an und der ist ganz nett, die sind auch in München, die sprechen so etwas bayerisch, wenn sie den Schweizer am Telefon haben. Da sagst du, ja, Schampa, tut mir Schampa leid, soll nie wieder vorkommen, ist das jetzt gut und so. Und dann sagt er, ja, also wir müssen schon Geld haben von Ihnen, das,
Das ist ja super, dass Sie alles zugeben, sich entschuldigen, das wissen wir zu schätzen. Ja, hat etwas lange gedauert, aber wir geben Ihnen einen Rabatt. 800 Euro, Deal. Auch wenn man fragt, es gibt fast immer Rabatt, das ist so eingepreist. Du sagst, ja, 800 Euro, das kann man mit mir machen, ist zwar etwas schmerzhaft, aber ja, gibt Dümmeres, ja, ich gebe Geld für Dümmeres aus. Und dann sagt der gute Abmann-Anwalt noch, ja, und wissen Sie, diesen Unterlassungsvertrag da beim ersten Schreiben, bitte unterschreiben Sie den auch noch. Du schaust das dann nur kurz an, das sieht dann so aus. Angebot zum Abschluss eines Unterlassungsvertrages, da steht für dich so drin, ja, das Bild, das verwende ich nicht mehr. Unterschreibst du, schickst es zurück. Die Angelegenheit noch plus minus erledigt. Ja, was hast du gerade unterschrieben? Die nennen das Unterlassungsvertrag, das klingt natürlich schön. Die Juristinnen und Juristen, die sagen eigentlich strafbewährte Unterlassungserklärung. Denn in Deutschland glaubt man dir nicht einfach so, dass du das Bild nicht mehr verwendest. Du hast da bezahlt und gesagt, tut mir leid. Die sagen ja, okay, du musst jetzt unterschreiben, das Bild nochmals verwendest, dann wird es für dich teuer. Dann zahlst du eine Vertragsstrafe. Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist in Deutschland so. Und die bestehen darauf, du hast es sowieso schon unterschrieben. Und das gilt dann ziemlich lange, mindestens 30 Jahre, wohl sogar lebenslang, ein Dauerschuldverhältnis. Ja, das kann auch schwierig sein. Vor allem für dich als Einzelperson, du wirst es hoffentlich schaffen, das Bild nicht mehr zu verwenden. Aber ein Verein, ein Unternehmen, das ist dann schwierig. Ja, da kommt 10 Jahre später jemand und verwendet das Bild wieder. Und gut, das Leben geht weiter, da kommt schon wieder Post, ein paar Monate später. Du denkst, ja, die kenne ich schon, oder? Du kennst die Schreiben schon, wie das aussieht. Und du machst wieder auf und denkst, ja, bedanken Sie sich jetzt, oder ist alles schön? Und dann siehst du hier aber der Betreff Verstoß gegen das Unterlassungsversprechen nach Paragraphen 16 und 19a UrHG. Die sagen also, ja, du hast da den Unterlassungsvertrag unterzeichnet und du hast ihn nicht eingehalten. Das Bild wird immer noch von dir verwendet oder wiederverwendet. Du sagst, ja, was ist denn da passiert? Du schaust nach und du stellst fest, ja, ich habe die Bilddatei auf der Website nicht gelöscht. Du hast in WordPress oder so zwar das Bild aus der Seite genommen, es wird nicht mehr angezeigt, aber wer den Dateinamen kennt, der kann das Bild immer noch abrufen. Das passiert übrigens ziemlich schnell. Bei der eigenen Website, gerade WordPress, hat man verschiedene Versionen der Bilddateien, dass man die alle findet, oder man verwendet so ein CDN, also speichert die Daten irgendwo sonst, oder einen Website-Baukasten. Also da kann es schwierig sein, ein Bild zuverlässig zu löschen. Braucht man zum Teil sogar den Support dieses Providers, des Hosters oder so. Und du stellst fest, ja, ich hatte das nicht gelöscht und ja, die wollen schon wieder Geld. Dieses Mal etwas teurer, Vertragsstrafe 2500 Euro, Rechtsverfolgungskosten zu zahlen, der Gesamtbetrag. Du rufst wieder an und der ist wieder sehr nett und sagt, ja, verstehen wir, ja, 3000. Und du sagst so, du überlegst schon etwas länger, aber an einem gewissen Punkt zahlst du dann zähneknirschend. Den nächsten Ferien musst du halt etwas bescheidener sein. Nun, diese Diskussion, Bildverwendung oder nicht, da gibt es auch viele Streitigkeiten dazu, denn es geht ja um Geld. Nur ein Beispiel, da hat der BGH, also der Deutsche Bundesgerichtshof, der muss entscheiden, dass wenn das Bild sich unter einer 70-Zeichen-URL, die kryptisch ist, versteckt, er kennt es allenfalls, oder diese kryptischen URLs, dass das dann also keine Urheberrechtsverletzung mehr ist. Aber man sieht, die gingen ganz nach oben in der deutschen Rechtsprechung. Und was ist die Diskussion? 50 Zeichen ist noch Urheberrechtsverletzung, 70 nicht und so. Mit dem will man sich eigentlich nicht befassen. Aber das ein Beispiel für eine solche Bilderabmahnung. Nun, wieso hast du diese Abmahnung erhalten? Zwar nicht wieso, weil du das Bild verwendet hast, sondern was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Abmahnungen? Wieso machen die das überhaupt? Und die Ausgangslage, die ist ganz banal, die hängt mit der Digitalisierung zusammen. Es gibt unendlich viele Bilder und die gehören jemandem. Das sind die sogenannten RechteinhaberInnen, können FotografInnen sein, UrheberInnen, Agenturen, wer auch immer. Aber da haben Leute Bilder, auf denen sitzen sie, die haben große Bestände, die wurden mal gemacht, mal eingekauft oder so. Und sie haben das Problem, für die will niemand zahlen oder nur sehr wenig. Woran liegt das natürlich? Ja, die meisten Bilder, die haben halt wirklich wirtschaftlich keinen Wert oder nur einen geringen Wert. Das sagt nichts über den künstlerischen Wert aus, aber wirtschaftlich. Es gibt eine Bilderflut, Bilder ohne Ende. Heute können wir auch noch KI-generierte Bilder nutzen. Es gibt einfach viele Bilder, die haben keinen Wert. Nun, bist du Inhaber einer solchen Bildersammlung, ist das natürlich etwas blöd. Du sagst natürlich, meine Bilder, die haben super viel Wert. Bei diesem Bild hier, zum Beispiel, wenn man da nachschaut, das ist diese Anbieterin Stockfood.
das zu einer Agentur für Food Porn, könnte man sagen. Und hier das Beispiel, ihr seid ein Unternehmen auf der Firmenwebsite, das ist sofort Werbung, nicht auf der Homepage, auf einer Unterseite. 5 Jahre, ja, eigentlich will man das Bild dauerhaft verwenden und eine Webseite hat immer internationale Ausstrahlung. 1650 Franken plus Mehrwertsteuer. Ja, und wenn wir ehrlich sind, das zahlt niemand. Ja, das zahlt einfach niemand. Also um das Bild hier auf der Website für eine beschränkte Zeit nutzen zu können. Das ist vollkommen unrealistisch, aber das ist hier die Erwartung. Nun, die wissen natürlich, dass das Bild niemand kauft. Aber diese Bilder, die sind einfach online zu finden. Bildersuchmaschine eurer Wahl, ihr sucht hier irgendwie Rindsbraten oder was auch immer, da kommen ganz viele Bilder. Und jedes dieser Bilder kann natürlich dann von euch kopiert werden. Ich muss schon sagen, oder viele glauben, das Urheberrecht sei weniger streng, als es tatsächlich ist, oder glauben, die Angabe der Quelle genügt, oder glauben, das Bild ist nicht geschützt. Aber diese Bilder sind einfach zu finden, und wenn sie dann verwendet werden von anderen, öffentlich im Internet, dann kann das eine Urheberrechtsverletzung darstellen. Man darf auch nicht vergessen, das Urheberrecht geht wirklich weit. Hier das Beispiel aus der Schweiz, Artikel 10 unseres Urheberrechtsgesetzes. Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschließliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird. Da gibt es Ausnahmen, klar, aber das ist schon mal sehr weitgehend. Und wie weit das gehen kann, zeigen auch einige neuere Angelegenheiten in Deutschland. Da gibt es jetzt Rechtsprechung, wenn du ein Hotel bist und das Zimmer fotografierst für deine Werbung und da hat es eine Fototapete oder ein Bild, das im Zimmer hängt und das kann ja geschützt sein, dann kann das eine Urheberrechtsverletzung darstellen. Die Gerichte, die entscheiden in beide Richtungen, aber es ist natürlich etwas unangenehm. Also, denn dass das eine Urheberrechtsverletzung sein soll, naja. Aber eben, das geht sehr weit und da wird auch hart darum gerungen. Denn für eine Urheberrechtsverletzung kann man Schadenersatz fordern, also Geld. Ja? Und bei dieser Ausgangslage ist natürlich besonders interessant, wenn wir eben nicht diesen geringen oder Nullwert haben, den die Bilder wirtschaftlich häufig haben, sondern wir schauen jetzt mal, wie funktioniert das eigentlich mit dieser wundersamen Geldvermehrung. Könnte auch für die eine oder andere von euch interessant sein. Wir alle sind ja kreativ, wir fotografieren und so. Why not? Wieso nicht? Das seht ihr dann noch, wieso das vielleicht keine gute Idee ist. Aber gut, also das Rezept für diese wundersame Geldvermehrung, Schritt 1. Wir sind Rechteinhaberinnen, wir haben also Bilder, Fotos und die behaupten einfach mal, die hätten einen Preis. Ihr habt vorhin das Beispiel gesehen, dieser Rindsbraten mit Beilagen, absurd, hoher Preis. Das ist in Deutschland systematisch organisiert. Da gibt es diese MFM, die Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing. Die haben Mitglieder und diese Mitglieder, die fragen sich jedes Jahr, ja, für welche Preise habt ihr denn eure Bilder verkauft, habt ihr diese lizenziert? Eigenverantwortung, ja, man sagt, wird, soviel ich weiß, auch nicht geprüft, sondern basiert auf dem Vertrauensprinzip. Das gibt es jedes Jahr, jede Ausgabe 2023, inzwischen gibt es die 24er Ausgabe. Oben steht auch Übersicht der marktüblichen Vergütungen für Bildnutzungsrechte. Das Ganze, schreiben sie selbst, ist unverbindlich. Über die üblicherweise gezahlten Vergütungen für Bildnutzungen. Und das sieht dann so aus als Beispiel. Da gibt es solche Tabellen. Das sind irgendwie um 100 Seiten mit Tabellen, wirklich für jede denkbare Nutzung. Hier das Beispiel von vorher, Homepage, Website, Blog und so weiter. Und ihr seht hier schon wieder, ja, ihr wollt so ein Bild eine Woche auf der Homepage, 177 Euro. Wer macht das? Niemand macht das. Wenn man ein Bild online nutzen will, dann immer zeitlich unbeschränkt. Man ist im Normalfall nicht darauf eingerichtet, ein Bild nach einer Woche, nach 3 Monaten, was auch immer, wieder offline zu nehmen. Aber das ist ganz filigran, da mit dem Online-Shop ist es etwas teurer und dann kommt es darauf an, Subdomain oder nicht und man kann verlängern und, und. Also ein elaboriertes System, aber vollkommen absurd. Das nutzt in Wirklichkeit niemand, aber wir haben hier mal Marktpreise erfunden. Nun, erfinden kann man ja viel. Aber dann geht es in Deutschland vor Gericht. Und die deutschen Gerichte, die lassen diese unverbindlichen Preise eben häufig gelten. Schaden muss man ja normalerweise beweisen, substanzieren, nicht nur behaupten. Das kann anstrengend sein und das überspringen wir jetzt hier, die viele Rechtsprechung. Aber Tatsache ist, die deutschen Gerichte, die akzeptieren häufig diese unverbindlichen Preise. Man könnte es auch so bezeichnen als Buchempfehlung. Die schönsten Märchen der Brüder Grimm waren ja auch Deutsche, wenn es mir recht ist. Also, die deutschen Gerichte, die akzeptieren das. Ist schon mal gut.
Es kommt aber für die Rechteinhaberinnen noch besser bei dieser Geldvermehrung. Also wir haben jetzt mal eigene Preise erfunden, nicht 0 oder ein paar Euro, sondern ein paar 100 Euro oder 1000 Euro. Gehen wir weiter, Schritt 3. Ja, jetzt sagen die Gerichte, Urheberrechtsverletzungen, das muss wehtun. Denen, die das Urheberrecht verletzt haben, da braucht es Zuschläge. Wir wollen also das Geld noch ein wenig mehr vermehren. Das sind die sogenannten Verletzerzuschläge. Da sagen wir, jetzt haben wir diesen Fantasiepreis, dieses Märchen, für die Urheberrechtsverletzung plus 100% und dann für die fehlende UrheberInnennennung nochmals 100%. Also 100% plus 100% plus 100%, 300%, Faktor 3 ist noch schön. Da kann man nicht viel sagen als Urheberin oder als Rechteinhaberin. Das führt dann zu solchen Dingen. Das war mal ein Fall, diese einzelne Erdbeere. Ja, 3.500 Euro, die Forderung, das wird dann immer langfädig begründet und so, dann immer gleich ein Schreiben. Okay, jetzt hat man aber noch die Frage, ja, wie macht man das? Ist ja anstrengend, das selbst zu machen, diese Briefe und so. Dann auch die Leute, die man damit belästigt, ja, die sind dann sauer, die rufen an und man hat eine schlechte Reputation. Ist noch gut. Die Anwaltskosten müssen in Deutschland die Abgemahnten bezahlen grundsätzlich und nicht die Abmahnerinnen. Das heißt, man kann einen Anwalt beauftragen oder eine Anwältin und wenn die erfolgreich ist mit der Abmahnung, dann geht das eigentlich auf die Kosten der Abgemahnten. In der Schweiz völlig undenkbar, das Ganze überhaupt, aber auch hier. Nun jetzt die Anwaltskosten, nach was richten die sich? Eben nicht nur nach dem Schadenersatz, der ist ja allenfalls je nach Bild dann doch nicht so hoch. Es geht auch um die Unterlassung, also man sagt, nicht nur die Urheberrechtsverletzung, nicht nur der Schaden, dass du das Bild verwendet hast, das du nicht hättest verwenden dürfen, ist der Schaden, sondern auch diese Unterlassung, dass du in Zukunft das Bild nicht mehr verwendest. Das soll auch kosten. Und in der Praxis kann das dann so aussehen. Beim Bild sagt man 600 Euro Streitwert, Schadenersatz. Geht ja noch, könnte man sagen. Und dann aber die Unterlassung plus 6.000 Euro. 6.600 Euro. Und wieso ist das wichtig? Diese Anwaltshonorare, die man fordern kann, die werden pauschalisiert. Also die hängen von diesem Streitwert ab. Da gibt es Rechner, kann man online nutzen, kann man genau ausrechnen, wie das dann ist. Auch wieder nach dieser Verordnung. Und ihr seht ja, die Anwältin, der Anwalt hat ein gewisses Interesse, dass dieser Streitwert hoch ist. Denn das Honorar hängt davon ab. Könnt ihr mal ausprobieren, ganz interessant, wie man da rumspielen kann. Aber interessant. Und das führt halt dazu, dass man sagt, ja, jetzt haben wir diese Maschine für die wundersame Geldvermehrung, jetzt müssen wir nur noch diese Bilder finden, wer verwendet die denn, und dann möglichst effizient abmahnen lassen, dass eben der Aufwand nicht so groß ist, dann haben wir möglichst viel Geld, das wir verteilen können. Kein Problem, da gibt es Anbieter. Ein Beispiel hier, CopyTrack. CopyTrack ist stressfrei, entspannte Durchsetzung ihrer Bildrechte, man könnte sagen Legal Tech oder Abmahnungen as a Service. Und die arbeiten gegen Provision. 45% Erfolgsprovision, nur im Erfolgsfall, auch die ganze Rechtsdurchsetzung inbegriffen. Da wird bei Bedarf also auch gleich der Anwalt dann losgeschickt. Für die ersten 500 Bilder zumindest kostenlos, wer da beginnen will. Und da gibt es auch noch andere Angebote, spezialisierte Anbieter, die grasen das Internet ab mit ihren Bots. Man kennt es ja heute, ist immer die Diskussion, ja, diese KI-Tools, die grasen das Internet ab, die machen das schon sehr, sehr lange. Typische Fundstellen sind natürlich Websites, also Bilder auf Websites, wie aus dem Beispiel Social-Media-Plattformen. Facebook ist gut erschlossen und Pinterest. Gerade Pinterest ist eine üble Abmahnfalle, wenn man das nutzt. Ich weiß nicht, ihr seid so, aus meiner Sicht nicht so die typische Demografie für Pinterest, aber Facebook vielleicht eh. Ja, nicht alle. Genau. Und besonders gemein, so für mich wie heute, Bilder in PDF-Dateien, Präsentationen. Diese Präsentation, die wird dann die digitale Gesellschaft früher oder später wohl veröffentlichen, das PDF. Und wenn es da ein Bild drin ist, das das Urheberrecht verletzt, zum Beispiel das Bild mit dem Rindsbraten, ja, das wurde ja schon mal abgemahnt. Nein, ist natürlich ein Zitat, ist eine Ausnahme. Aber das kann wirklich gemein sein, dann diese Präsentationen, dann kriegt der Organisator eine Abmahnung und er hat sie mal veröffentlicht, ja. Viel Glück dann. Oder auch häufig wirklich tragisch, digitalisierte Publikationen. Jemand von euch ist im Vereinsvorstand, ist da digital affin und sagt, ja, unsere Vereinszeitschrift ist ja schade, die ist im Archiv, die digitalisieren wir, veröffentlichen wir. Er vergisst leider, dass man sich nie um das Urheberrecht gekümmert hat und die gedruckte Vereinszeitschrift, die sieht ja niemand, dieser Abmahner. Aber wenn das dann im Internet ist, dann kann es eben erfasst werden.
Da kann auch mal etwas schief gehen. Ein anderer Anbieter war Pickrights, oder gibt es immer noch. Übrigens inzwischen sitzt in der Schweiz, im steuergünstigen Pfäffikon Schweiz. Und ja, die hatten so ein System, die schicken zuerst E-Mails oder machen sie immer noch, und da war eine Referenznummer drin für den Fall. Und da war halt das Problem, dass diese Referenznummer, die war googelbar, die konnte man rekonstruieren, also da konnte man alle Daten, einfach all diese Dossiers abrufen mit der Abmahnung, mit den Personendaten. Das war etwas doof, hat aber interessanterweise, ein Mandant hat da eine Anzeige erstattet bei der zuständigen deutschen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, hat die nicht interessiert, erstaunlicherweise. Also da waren während Jahren Hunderttausende von Dossiers im Internet frei zugänglich. Heute verwenden sie ein Passwort. Jedenfalls, das Ganze führt halt zu einer Abmahnindustrie, wie man kritisch sagt, in Deutschland. Denn es gibt halt diese finanziellen Anreize für die Rechteinhaberinnen, für die Anwältinnen und für die DienstleisterInnen. Nun, wer nutzt denn diese wundersame Geldvermehrung? Da gibt es ganz verschiedene. Ein Beispiel ist der brotlose Fotograf, der sagt, ja, mein kreatives Genie wird nicht gewürdigt, aber ich veröffentliche mal da ein paar Bilder und dann kann ich abmahnen. Aber es gibt Klassiker und immer noch mein Lieblingsbeispiel, Marions Kochbuch. Die haben das schon sehr früh entdeckt, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Das ist die Marion, ja, die hat Kochrezepte veröffentlicht und fotografiert und teilt das dann mit der Öffentlichkeit. Die Familie Kniepert ist das. Hier übrigens völlig absurd, irgendwie ein Rollmox-Kanapé. Ist aber eben bei fast 9000 Rezepten muss man kreativ sein. Und die oder diese Familie, die malen das schon sehr lange ab, die nutzen das schon sehr lange aus. Wenn ihr auch mal googelt oder so, da findet ihr wirklich Beiträge in den Medien, sind schon 15 Jahre alt, dann verlieren sie mal wieder vor Gericht oder so. Aber die sind immer noch operativ. Inzwischen, glaube ich, der Sohn, der hat das übernommen. Aber ein Klassiker, Marions Kochbuch. Dann ein größeres Geschäft, Image Professionals. Das sind die mit diesen Food-Bildern, die hießen mal Foodstock, dann haben sie expandiert. Die haben heute ganz viele Fotokollektionen in allen Bereichen, eben viele Food-Bilder, auch Wissenschaftsbilder und so. Und die gehören zum Burda Medienkonzern. Da sieht man also, Medienkonzerne verdienen damit Geld. Das ist ein großes Geschäft. Die sind auch wirklich dick im Geschäft, wie man an vielen Fällen sieht. Dann gibt es die ganzen Nachrichtenagenturen, hier als Beispiel Reuters, aber auch die schweizerische Keystone STA. Die haben ja Bildbestände und ja, in den Medien, das ist ja schwierig, da Geld zu verdienen. Auch viele Medien machen heute die Bilder selbst, also auch in der Schweiz, 20 Minuten zum Beispiel, da müssen die JournalistInnen, die müssen die Bilder selbst machen, kauft man keine Agenturbilder mehr rein, aber auch die haben Bestände, die sich natürlich gut abmahnen lassen. Diese Bilder findet man gut im Netz. Und schließlich Wikipedia-NutzerInnen. Bei der Wikipedia kann man ja Bilder hochladen, das ist willkommen. Und ja, viele, die die Wikipedia dann nutzen, die denken, das ist die freie Enzyklopädie, das kann ich frei verwenden. Die übersehen dann, dass bei den Bildern zum Teil sehr obskure Lizenzbestimmungen drauf liegen, was übrigens die Wikipedia-Community zwar alle zwei Jahre wieder kontrovers diskutiert, aber letztlich akzeptiert, dass hier also einzelne NutzerInnen hier die Wikipedia für Abmahnungen missbrauchen. Da gab es sogar sehr unschöne Situationen. Zum Beispiel gibt es in Österreich einen Rechtsanwalt, der verschickt solche Abmahnungen, der war Wikipedia-Administrator. Der hat also gleich seine Mandanten dort akquiriert. Und das funktioniert eben sehr gut, weil Wikipedia-Bilder, die erscheinen zum Beispiel bei Google Image Search sehr weit oben. Das sind bevorzugte Treffer. Und um das geht es ja. Ja, da hat man eine Bildersuche, man braucht ein Bild, man findet das. Klar, da steht ganz klein, Images may be subject to copyright, aber eben die meisten denken gar nicht daran, dass es ein urheberrechtliches Problem sein könnte. Schön und gut, jetzt haben wir über ein deutsches Problem diskutiert. Ihr habt aber am Anfang gesehen, diese Rindsbratenabmahnung, die gelangte auch in der Schweiz. Wieso gelangen denn diese Abmahnungen eigentlich in die Schweiz? Und ich denke mal, da gibt es einen Hauptgrund. Das ist der. In der Schweiz ist nicht nur im Klischee, sondern auch tatsächlich viel Geld vorhanden, jedenfalls viel mehr Geld als in Deutschland. Der gleiche Betrag in Euro wird in der Schweiz viel eher bezahlt. In Deutschland wird für 300 Euro, für 500 Euro wird gekämpft bis zum geht nicht mehr allenfalls. Für viele in der Schweiz ist leider schön, ist das Portokasse. Nicht für alle, klar, aber für ganz viele in der Schweiz ist ein Betrag, auch 1000 Euro oder so, wo sie dann sagen, ja, das kann ich zahlen, auch wenn der Betrag höher ist, da ist einfach viel Geld vorhanden. Und wir sprechen nicht nur Deutsch, das in der Deutschschweiz zumindest, das erleichtert dem deutschen Abmahnanwalt diese Abmahnungen.
solche Abmahnungen in die Romandie oder ins Tessin sieht man eigentlich nie, denn mit, ja, genau. Und eben gerade wir deutschsprachigen SchweizerInnen sind ja sehr höflich und nett. Also wenn da so ein Anwalt schreibt und dann über viele Seiten das erläutert und so, wir fühlen uns häufig schon ein wenig unter Druck gesetzt. Wir wollen korrekt sein, wir haben einen Fehler gemacht, ganz, ganz schlimm und so. Das hilft natürlich, das hilft auf der Seite dieser AbmahnerInnen. Es gibt aber auch ganz banale rechtliche Gründe. Das ist mal einfach so, dass grundsätzlich die Abrufbarkeit im Internet, die genügt, damit ein deutsches Gericht zuständig ist. Das gilt übrigens auch in die Gegenrichtung. Also es ist keine deutsche Besonderheit, das ist letztlich internationales Zivilprozessrecht. Aber ein ausländisches Gericht, hier ein deutsches Gericht, ist sehr schnell zuständig. Beim Schadenersatz kann man in Deutschland nach deutschem Recht fordern. Das ist das sogenannte Schutzlandprinzip. Im Urheberrecht gilt immer, dass man den Schaden pro Land fordern muss und kann. Also potenziell übrigens, ja, wir haben ja um die 200 Staaten, aber interessanterweise sind wir noch in Deutschland. Denn diese wundersame Geldvermehrung gibt es fast noch in Deutschland, Österreich noch ein wenig, aber die sind nicht ganz so optimistisch bei diesen Marktpreisen, den erfundenen. Und natürlich, wenn es in Deutschland ein Urteil gibt, dann kann das in der Schweiz vollstreckt werden, rechtshilfeweise. Und zuerst gibt es überhaupt ein Verfahren und spätestens, wenn man eine deutsche Klage auf dem Tisch liegen hat, ja, dann wird man schon ein wenig nachdenklich. Aber gut, er sagt immer noch, ja, eben diese Abmahnung ist ja schön und gut, ich weiß, wie das funktioniert, diesen Abzockern gebe ich kein Geld. Die sollen das Geld von anderen holen. Und ja, das kann funktionieren. Wenn genügend andere zahlen, dann ist es allenfalls nicht interessant, gegen euch vorzugehen. Ist vielleicht zu anstrengend, ja. Die Abmahnerinnen, die müssen auch rechnen. Das Schlimmste in meiner Praxis ist ein einzelner deutscher Anwalt, der einen Fall hat und dort geht es um alles oder nichts. Der kämpft dann für sein Pauschalhonorar von 800 Euro. Unglaublich aufwendig. Und auf der Schweizer Seite laufen dann Kosten auf, die sich eigentlich nicht lohnen. Also viel schöner sind diese Massenabmahnungen. Da kann man davon ausgehen, die machen Statistik. Ja? Die sind häufig auch schlau. Die fordern häufig auch gar nicht so viel Geld im Einzelfall. Die fordern vielleicht 1.000 Euro und nicht 5.000 Euro. Denn da ist es viel realistischer, dass jemand zahlt. Es ist aber tatsächlich so, es kommt manchmal zu Klagen. Es ist also nicht so, dass die immer aufgeben. Kommt nicht ständig zu Klagen, ist nicht der Normalfall, aber es kann passieren. Hier ein Beispiel aus der Praxis. Das war ein deutscher irgendwie Hobbyfotograf namens Patrick Jander. Da haben die geklagt, die Kollegen Fuss und Jankort, sehr aktiv in der Abmahnszene, nicht nur auf Rommer Legal, wie anfangs zu sehen. Und was hier vor allem auffällt, die haben für den Betrag von 212,50 Euro geklagt. Kein hoher Betrag. Wieso ist der Betrag so klein? Es war wirklich ein unglaublich banales Bild und es gab dieses Unterlassungsinteresse nicht. Aber hier auch eine Besonderheit in Deutschland, Zins in Höhe von 9 Prozentpunkten. Ja? 9 Prozentpunkte, wer halbwegs rechnen kann, sieht, das lohnt sich dann schnell mal. Ja? Also das war, denke ich, aus dem letzten Jahr, 2023, Forderung seit 2019, das lohnt sich dann auch beim kleinen Betrag. In der Schweiz wäre es 5 Prozent, wenn überhaupt. Also es wird eben auch wegen kleinen Beträgen geklagt. Man darf das nicht unterschätzen, es passiert nicht ständig, aber es kann passieren. Immerhin, die Abwehr dieser Abmahnungen, die ist häufig möglich. Einerseits könnte man in der Schweiz vor Gericht ziehen, das wäre eine sogenannte negative Feststellungsklage. Also man geht in der Schweiz vor das Gericht und sagt, liebes Schweizer Gericht, bitte stelle fest, diese Abmahnung, diese Forderungen, die sind Hanebüchen, die sind nicht geschuldet. Hat vor einiger Zeit die TH Media oder die TX Group, also der Medienkonzern, gemacht. Denn die haben viele Abmahnungen gekriegt. Denn, das ist natürlich auch ein Thema, diese Medienkonzerne, die klauen in Anführungszeichen schon viele Bilder. Ja? Natürlich immer der Praktikant, die Praktikantin, wenn man fragt. Und die waren erfolgreich. Da war der Hintergrund, war, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Flickr-Abmahnung, also diese Gratis-Bildersammlung, eine Flickr-Abmahnung. Und man kann dagegen vorgehen. Das war aber unglaublich teuer. Das werden sich die meisten, die abgemahnt sind, nicht leisten können, nicht leisten wollen. Und das war eben interessant, denn ein deutsches Gericht hätte den gleichen Fall vermutlich nicht so entschieden. Aber das Handelsgericht des Kantons Zürich hat gesagt, ja, also diesen Schaden, den sehen wir so nicht. Gut, es gibt aber noch die Möglichkeit, dass man Abwehrschreiben verfasst. Man schreibt also zurück, präsentiert Argumente, wieso die Abmahnung eigentlich nicht funktioniert, wieso man nicht zahlen will. Denn die meisten Abmahnungen haben Schwächen. Da staunt man auch Abmahner aus Deutschland, die Tausende von Abmahnungen jedes Jahr versenden, immer mit den gleichen Fehlern zum Teil, weil es die meisten einfach nicht merken.
Also da kann man häufig etwas machen oder eben, ihr habt schon gesehen, das mit dem Rabatt, man kann auch sagen, ja, vielleicht mehr Rabatt herausholen. Am Schluss geht es häufig darum, wie mühsam ist man, ja, wie viel Ärger verspricht man denn, das wird auch teuer. Wenn Sie eben bessere Ziele haben, dann weichen Sie allenfalls auf diese Ziele aus. Es ist letztlich eine Deal-Situation. Alles in allem ist aber schon meine Erfahrung, viele Abgemahnte in der Schweiz, die sagen, ich will die Angelegenheit so bald wie möglich zum Tisch haben, will möglichst wenig Geld ausgeben, ja, ist schmerzhaft, aber bitte weg. Ja, es gibt viele Menschen, die schlafen schlecht nach einer solchen Abmahnung. Ist für mich als Anwalt schwer vorstellbar persönlich, aber ich verstehe das, ja. Man schläft schlecht, man hat schon genug im Leben zu tun, man will noch nicht diese Thematik hier haben. Ist halt schwierig, ja, und dann will man halt auch kein Risiko eingehen, man will es erledigen. Und das Ergebnis ist dann halt häufig, dass diese Abmahnungen nicht geprüft werden. Die meisten, die abgemahnt sind, die können das ja nicht prüfen. Daneben gibt es vielleicht noch etwas Rabatt und dann ist es erledigt und davon leben die AbmahnerInnen. Die setzen zum Beispiel auch ganz kurze Fristen, sind einfach private Fristen. Ich kann allen hier einen Brief senden und sagen, hey, in 5 Tagen bezahlen. Die einen zahlen vielleicht unter Druck. Aber das funktioniert eben ziemlich gut, dass es nicht so genau angeschaut wird, aus ganz verschiedenen Gründen. Reden wir noch darüber, wie verhält man sich richtig, wenn man eine solche Abmahnung erhält. Sehr wichtig, wie immer im Leben, aber besonders hier, don't panic. Ja? Diese AbmahnerInnen, die setzen darauf, dass ihr unter Druck gerät, dass ihr in Panik handelt, dass es zu einer Kurzschlussreaktion kommt, spätestens nach dem dritten Schreiben. Das wird auch erstaunlich. Beim ersten Schreiben sind viele noch ganz entspannt, dann kommt das zweite, dann steigt das Stresslevel, dann kommt das dritte und dann ist es ganz schlimm. Man könnte auch sagen, die haben jetzt so lange geschrieben. Meinen die das überhaupt ernst? Ja. Also man kann das unterschiedlich anschauen. Und wirklich, don't panic, nichts überstürzen, nicht zahlen einfach so, nicht unterschreiben einfach so und bitte, bitte nicht sich beim Gegenanwalt, bei der Gegenanwältin melden. Da habt ihr auch schon unschöne Erfahrungen. Da gab es sogar schon Strafverfahren, weil Mandanten, die haben in Deutschland angerufen und den Anwalt dort beschimpft oder eine E-Mail geschrieben. Ja, wie Fluchwort. Und der deutsche Anwalt, der ist zum Teil empfindlich. Und man muss es sagen, schon mehrfach erlebt, dann nehmen die die E-Mail, ja, die ihr dummerweise geschrieben habt, ihr habt euch nicht ganz so höflich schweizerisch ausgedrückt in dieser Situation, vielleicht morgens um 2 Uhr oder so, die senden die E-Mail an die Staatsanwaltschaft in Zürich und die führen ein Strafverfahren wegen Beschimpfung. Ist nicht das Ende der Welt, aber auch wieder etwas unangenehm. Und eben auch sonst, wenn man da anruft, das sind ja Profis. Die haben ja ständig mit Leuten zu tun, die abgemahnt wurden und ein Problem haben. Die sind Profis, die wissen, wie das funktioniert. Es ist also nicht die beste Idee, sich da zu melden. Bitte den Sachverhalt dokumentieren, nicht entsorgen, dass man nicht mehr weiß, was dann ist. Wenn ihr zum Anwalt, zur Anwältin geht, weil es eskaliert ist später und ihr habt nichts mehr, ist immer etwas doof, wenn man dem Anwaltskollegen in Deutschland schreiben muss, sehr geehrter Herr Kollege, ich habe hier den Fall auf dem Tisch, können Sie mir bitte mal die Akten senden, damit wir das prüfen können. Macht man unter Anwaltskollegen, aber muss nicht sein. Also dokumentiert das. Und erst dann könnt ihr gerne das Bild vorsorglich löschen. Das schadet nie, das Bild vorsorglich zu löschen. Vollständig löschen, ihr habt es gesehen mit dieser Unterlassungserklärung, die dann im Raum steht. Und letztlich die Abmahnung sorgfältig prüfen oder sorgfältig prüfen lassen. Was man dann hier auch sieht, das gehört auch ein bisschen zu Don't Panic, ja. Wild googeln, bei 10 Anwälten anrufen, 3 Rechtsschutzversicherungen und. Das führt nicht unbedingt zum Ziel. Es wird nur noch konfuser. Viele, die abgemahnt sind, sind nicht in der Lage, das dann selbst zu klären, was da zu machen ist. Da kann man sich also unterstützen lassen von Fachpersonen. Das muss nicht unbedingt eine Anwältin oder ein Anwalt sein, aber eine Person, die das also ein wenig kennt. Das ist eine gute Idee. Das kann in der Schweiz jemand sein, auch in Deutschland jemand sein. Wobei ich muss sagen, die AnwaltskollegInnen, die nur in Deutschland tätig sind, die haben da häufig Mühe mit dieser also etwas Deal-Mentalität, die wir Schweizer dann entwickeln. Die sagen einfach, ja, wir holen hier einen Rabatt raus, aber an die Abwehr denken sie gar nicht unbedingt. Dafür arbeiten sie meistens deutlich günstiger. Kann man ja prüfen. Jedenfalls früher oder später muss man Entscheidungen treffen. Da führt kein Weg daran vorbei. Man muss also sagen, ja, ich sitze das jetzt aus, ich riskiere das. Man reagiert nicht mehr, das kann funktionieren.
muss daran denken, von den Verjährungsfristen her, oder die erste relevante Frist, die ist dann 3 Jahre plus auf das Ende des Jahres, also fast 4 Jahre, salopp gesagt. Also man muss dann schon etwas Unsicherheit aushalten können. Und eben, wenn das eskaliert, und es passiert ab und zu, dass die Gegenseite vor Ablauf dieser ersten Verjährungsfrist sich dann wieder meldet, um die Verjährung unterbrechen zu können, dass die dann das eskalieren lässt. Aber das kann häufig funktionieren, aussitzen. Abwehr. Eben, man schreibt zurück, man ist mühsam, auch mit rechtlichen Argumenten, man erklärt, man kennt die Rechtsprechung, die deutsche im Idealfall und so, da kann man viel argumentieren. Man kann natürlich verhandeln, hin und her, über den Preis verhandeln, das funktioniert auch. Ja, die Gegenseite muss auch sehen, dass sie zu ihrem Geld kommt. Oder man zahlt, man kann natürlich zahlen, dann ist es erledigt. Dann hat man natürlich noch diese Unterlassungserklärung, soll man die abgeben, ja oder nein? Wenn man die einhalten kann, hilft das. Wenn man sie nicht einhalten kann, eben, da muss man wirklich gut hinschauen, muss man genau wissen, was man unterschreibt. Denn wenn man das nicht unterschreibt, dann könnte die Gegenseite in Deutschland klagen, eine sogenannte einstweilige Verfügung erwirken. Da würde euch dann ein deutsches Gericht sagen, ihr dürft das Bild nicht mehr verwenden. Da steht dann drin, Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro, Ordnungshaft bis zu 2 Jahre. Das ist dann relativ eindrücklich, aber immerhin habt ihr keine Vertragsstrafe vereinbart. Ihr müsst also nicht automatisch Geld bezahlen. Ja, und im Normalfall, also man kommt damit nicht wirklich hinter Gitter, schon gar nicht in Deutschland. Aber wenn man das nicht kennt, kann das auch eindrücklich sein. Passiert aber selten, denn die Abmahner kommen so nicht zu Geld. Jedenfalls, was einem ganz klar sein muss, dieser Situation, oder? Es gibt keine Free Lunch. There's no such thing as a free lunch. Ihr müsst das eine oder andere machen oder nicht machen. Ihr fällt also eine Entscheidung, selbst oder mit fachlicher Unterstützung ist eure Entscheidung. Aber ihr müsst etwas machen, nicht einfach abwarten. Eben ihr sagt, ich sitze das aus, ich riskiere das, das kann funktionieren, kann problemlos machen, aber das nicht so im Ungewissen lassen. Das wären die Empfehlungen. Und nun noch diese Frage aller Fragen. Jetzt habt ihr gesehen, oder? Ist noch praktisch. Und ja, auch ihr hier in der Schweiz, ihr könnt nach Deutschland gehen und diese Abmahnungen sogar nutzen, sogar über den Umweg aus der Schweiz, Deutschland wieder zurück in die Schweiz. Kann man nutzen. Das Problem ist, man zahlt meiner Meinung nach einen hohen persönlichen Preis. Ja? Die Reputation, die zerstört man sich völlig. Wenn man etwas macht und man euren Namen googelt, werden 50 Anwälte schon geschrieben haben, dass sie helfen gegen eure Abmahnungen. Wenn ihr bei Google bewertbar seid und so weiter, auch das sehr schwierig. Also ich würde mir das sehr gut überlegen, ob man das so machen will. Eben der persönliche Preis ist sehr hoch. Auch in Deutschland gibt es eben letztlich gar nicht so viele, die das machen. Es gibt ein paar, die haben das zum Geschäft gemacht. Die sagen, wir haben keinen Ruf zu verlieren, es ist uns egal. Aber die meisten, gerade auch, sage ich, die echten Kreativen, die echten Fotografinnen, die machen das eben aus guten Gründen nicht, zumindest nicht in diesem Massengeschäft, sondern nur dort, wo es wirklich wehtut. Eben, wenn du Fotograf bist und der Tagesanzeiger in Zürich klaut, in Anführungszeichen, ein Bild, ja, da habe ich schon Verständnis, dass man da mal anklopft, auch mit Anwalt. Aber diese Massenabmahnungen, den absurden Preisen, sind ein ganz anderes Thema. So viel von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hätten noch Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank, Martin. Wenn ihr Fragen habt, bitte reiht euch doch beim Mikrofon dort ein, damit die Leute im Stream auch eure Fragen hört. Etwas, das mir jetzt persönlich in den Sinn kommt, ist, wie kann ich den Abmahnern das Leben möglichst schwer machen? Du kannst ihnen das Leben eigentlich schwer machen, wenn du sie beschäftigst. Denn die müssen das ja lesen. Sie machen das zum Teil auch. Zum Teil kriegst du da 20-seitige Schreiben mit irgendwelchen Ausführungen, immer die gleichen Ausführungen, zum Teil passen sie gar nicht. Eine wirklich Erinnerung, die in meinem Kopf lebt, war eine Abmahnung mit dem Textbaustein für die Foodbilder. Aber die Abmahnung war ein Röntgenbild eines gebrochenen Beines. Das war sehr amüsant, weil da stand so, ja, die Ästhetik der Präsentation auf dem Teller und so. Und es war einfach ein Bild, also dass du ihnen das Leben schwer machst, indem du zum Teil reagierst, das ist die eine Möglichkeit. Oder natürlich, du kannst auf der ganzen Ebene hartnäckig sein.
Also Paki, gehen wir davon aus, die lassen das eskalieren. Ja? Die ziehen das durch in Deutschland, Abwesenheitsverfahren, du machst nicht mit, lohnt sich nicht für dich, die haben ein Urteil. Dann kommen sie in der Schweiz, dann müssen sie dich mal betreiben. Ja? Sagst du, ja, Betreibung, kein Problem, ich brauche nicht gleich eine neue Wohnung, Rechtsvorschlag. Und sie brauchen auch eine Vertretung hier in der Schweiz und so weiter. Und dann kannst du das weiterspielen, ist Nervensache. Ja? Wenn du noch im Handelsregister eingetragen bist, als Einzelunternehmer, oder dich dann erst eintragen lässt, müssen sie dich auf Konkurs betreiben. Sie können gar nicht pfänden bei dir, sie können nicht deine IT oder, mitnehmen lassen und so. Also es gibt da schon viele Tricks, aber wir müssen ehrlich sein, die meisten haben nicht die Nerven dafür, das aus guten Gründen. Man hat anderes zu tun im Leben, man hat ein Leben, das Leben besteht nicht darin, sich mit deutschen Anwälten abzugeben. Aber mühsam zu sein, auf die eine oder andere Art und Weise Sand ins Getriebe streuen, dass du einfach teuer wirst, ja? Dass du die vergiftete Beute bist. Nicht alle haben ein Leben, Martin. Bitte zum Mikrofon. Danke vielmals für den Vortrag. Ich habe die Frage, gibt es mildernde Umstände? Ich mache ein ganz kurzes Beispiel, das ich in meinem Umfeld hatte. Da gab es einen Veranstaltungsort und die haben eine Künstlerin aus Deutschland eingeladen. Das Foto dieser Künstlerin wurde auf der Webseite des Veranstalters veröffentlicht und Jahre später ist der Fotograf gekommen. Jetzt wie genau, wer genau dieses Foto da hochgeladen hat, war natürlich dann alles Jahre später ein bisschen unklar, aber es war klar, diese Künstlerin war in dieser Location aufgetreten. Also gibt es solche oder ähnliche Dinge, die das Strafmaß oder irgendwie diesen Sachverhalt minimieren können? Das Problem hier, es geht ja eigentlich nicht um eine Strafe. Es will niemand, dass du bestraft wirst im strafrechtlichen Sinn. Es geht immer um Geld, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, auch hier, da könnte man die Rechtslage ausführlich erläutern, aber am Schluss gibt es dieses Problem sehr häufig. Wir haben ein anderes Beispiel, Produktbilder. Du verkaufst das und du kriegst vom Hersteller allenfalls Bilder dieser Produkte. Vom Hersteller selbst, der hat die erstellen lassen. Der Hersteller vergaß aber dummerweise, sich die Rechte einräumen zu lassen, den Wiederverkäufern die Bilder weiterzugeben. Dann haben erst einmal die Wiederverkäufer ein Problem. Also rechtlich ist das Urheberrecht eben schon sehr restriktiv, muss man sagen. Und in Deutschland wird auch viel schneller geklagt, prozessiert als bei uns in der Schweiz, eben auch aus Gründen, die ich heute erläutert habe. Aber am Schluss bei diesen Abmahnungen, ich sehe das ganz klar als Deal-Situation. Es geht also darum, mit dem Geld schon rechtlich unterfüttert. Also das kann man hier zum Beispiel ein Thema, wenn es zu einem Verfahren kommt, oder? Das kann man auch ankündigen, gibt es die sogenannte Streitverkündigung. Wir holen alle dazu, die da beteiligt waren, um das in einem Rutsch zu erledigen, dass wir nicht drei Verfahren hintereinander haben, dass dann der eine wieder Geld von der anderen fordert. Da gibt es schon Möglichkeiten, aber du bist schnell mal am Punkt, wo es sich für dich selbst finanziell nicht mehr lohnt, ja? Dass du am Punkt bist, ja, ist das kleinere Übel, wir zahlen etwas, du musst ja auch wirtschaftlich denken. Danke vielmals. Ja, bitte vielleicht ganz kurz, nicht zu viel Zeit brauchen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Eine ganz kurze Frage. Wenn ich jetzt auf einer Bildsuchmaschine angebe, ich will nur Bilder, die ich verwenden kann, also unter einer Lizenz, ist das zuverlässig oder habe ich dann trotzdem einen Anwaltsbrief im Briefkasten? Das ist leider nicht zuverlässig. Auch wenn du genau hinschaust, wird es einen Disclaimer haben. Also Google hatte zum Beispiel diese Funktion, das ist nicht zuverlässig. Du musst es leider selbst prüfen. Also in jedem Einzelfall? Im Einzelfall, und wenn du Pech hast, ist die Lizenz auch noch falsch. Danke. Du sagst ja, man soll den deutschen Anwälten nicht einfach so das Geld geben, sondern das prüfen lassen. Was kostet denn der Schweizer Anwalt? Der Schweizer Anwalt, da bist du beim erfahrenen Schweizer Anwalt so ab etwa 500 Franken dabei. Dass die Abmahnung geprüft werden kann und dass man deinem eigenen Schreiben an diese deutsche Gegenseite gelangt. Das kann das Problem erledigen, muss es nicht erledigen. Das heißt, bei diesen Entscheidungen, die du gesehen hast, das kann auch so eine Doppelstufe sein. Man sagt Abwehr und danach nicht mehr reagieren. Wir haben ja gezeigt, wir sind mühsam. Deutscher Anwalt, schau selbst, was du jetzt machst. Ja. Okay. Ich wollte wissen, gibt es Fälle, wo Bilder, dem man den Urheber nicht kennt, von jemand anderem als seines benutzt wird und für die, auch für diese Briefe, dass Leute auch solche erhalten? Und wie kann man sich als Fotograf oder Künstler vor so etwas schützen? Ja, das gibt es in meiner Erfahrung aber vergleichsweise selten, muss man sagen. Also das ist dieser Copy Fraud, der natürlich existiert, aber das ist bei diesen Abmahnungen nicht so relevant.
was relevanter ist, dass diese Abmahner, gerade diese zum Beispiel Image Professionals hier, die haben eine riesen Bildbestände und nüchtern betrachtet können die häufig gar nicht nachweisen, dass sie die Rechte an den Bildern haben, die sie behaupten. Das ist eine Kette dieser ganzen Rechte. Und in der Schweiz scheitern auch Prozesse in diesem Bereich häufig genau daran, dass du eben nicht beweisen kannst, diese ganze Rechtekette von der Urheberin, vom Urheber zu dir. Das ist in meiner Erfahrung häufiger das Problem. In Deutschland, erstaunlicherweise, die Gerichte, die interessiert das häufig gar nicht. Kennt ihr vielleicht auch aus den Medien diese Erklärungen Eidesstatt sogar? Dann behaupten wir einfach, ja, ich lege hier einen Eid ab, das stimmt schon und so weiter. Aber das mit dem Copyfraud, das ist weniger ein Problem in meiner Erfahrung. Was man als Künstler oder Künstler hier machen kann, halt dokumentieren, dass das Werk von einem selbst stammt. Dann könnte man dagegen vorgehen, natürlich. Aber im Normalfall wirst du gar nichts davon erfahren. Was es hier auch gibt, ein Klassiker, Getty Images hat viele Public-Domain-Bilder, an denen sie das Urheberrecht behaupten. Also Bilder, die längst nicht mehr geschützt sind, aber die verkaufen sie und da steht halt überall der gleiche Standardtext, dass sie die Rechte daran beanspruchen, obwohl es gar keine Rechte an diesen Bildern gibt. Aber ist aus meiner Sicht bei diesen Abmahnungen nicht das Hauptthema. Auch in dieser Deal-Situation letztlich spielen dann diese Rechte halt gar keine große Rolle, weil man gar nicht an den Punkt kommt, wo man darüber wirksam streiten kann. Danke vielmals. Ich versuche mal, meinen deutschen Akzent irgendwie zu dimmen. Bist du Abmahnanwalt? Nein, nein. Du hattest ja auch Bilder von Webseiten zum Beispiel oder auch von den zwei Büchern. Also du hast erwähnt, das sei ein Zitat. Sowas ist dann okay? Da kann man darüber diskutieren, aber es ist schon wichtig, das Urheberrecht ist nicht schrankenlos. Und wenn man natürlich über ein solches Thema spricht, dafür gibt es diese Zitatschranke, ja, Zitatzweck. Aber wenn das jetzt jemand bestreitet, dann müssen wir das im Zweifelsfall natürlich ausfechten. Das ist schon so, ja. Ja, herzlichen Dank, Martin. Bitte nochmals einen Applaus.